Die Siedlervereine Mühlgasse und Neufeld luden ihre Mitglieder und die Anrainer zu einem gemütlichen Punsch mit Weihnachtsbäckerei und sonstigen Köstlichkeiten in die jeweiligen Vereinshäuser. Was tut sich denn so zu Weihnachten bei euch? Ja, Sie sehen, wir haben jetzt einen ganz tollen Punsch-Nachmittag gestern und heute, der was wunderbar ankommt, wo die Leute wieder beieinander sitzen, genießen die Ruhe, das Plaudern, die Gemeinsamkeit in der vorweihnachtlichen Zeit. Was gibt's Leckeres? Naja, wir haben heuer das erste Mal warme Krammeln, dann überbackene Brote, Leberkässemmeln, verschiedene Aufstriche, Schmalzbrot und diverse Kuchen, wie immer. Seit kurzem gibt es am Rathausplatz in Wien Einheitspunsch. Ich denke mal, das ist für euch kein Thema, oder? Nein, das ist überhaupt kein Thema, weil wir machen im Punsch nur mit Gewürzen, mit Orangen, also mit Himbeeren, also schon wie ihr gehört, kein Einheitspunsch. Eigentlich ein Geheimtipp unter den ganzen Veranstaltern, die es um die Adventzeit gibt. Und hier wird Hausmannskost angeboten, sei es jetzt in der fleischigen Art und Weise oder eben das Kuchenbuffet. Zum einen gehe ich ganz gerne zu den Siedlervereinen, die in der Stadt beheimatet sind. Zum anderen natürlich auch, um zu testen, was für Qualität, was für herrliche Punsche es gibt, was für herrliche Speisen es gibt. Aber nichtsdestotrotz, für einen Siedlerverein, denke ich, zählt einfach mehr. Der Zusammenhalt in einer Siedlung, Probleme, die es da und dort vielleicht gibt und wo wir als von der Stadtregierung oder im Gemeinderat befindlichen Personen ja auch dementsprechend helfen können. Also durchaus in der Vorweihnachtszeit eine Zeit, wo man sich austauscht, wo man zusammensitzt und wo man das Gespräch führt. Sie sind der Obmann des Siedlervereins hier am Neufeld, aber heute in einer ganz anderen Funktion, nämlich Sie müssen den herrlichen Punsch ausschenken. Ja, seit 2:30 geht das Geschäft durch. Also ich bin nicht einmal nur zum Verschnaufen gekommen. Wir haben heute so viele Gäste hier zum Siedlerverein am Neufeld und ich freue mich sehr. Jetzt kommt man ja nicht nur die Siedler her und die sehr gerne, sondern auch viele aus der Umgebung, weil der Punsch angeblich so gut ist. Gibt es da ein Geheimrezept? Ja, es gibt ein Geheimrezept. Also seit Jahren kocht es der Gerhard Fraunberger, also wir haben immer gesagt, der Vizebürgermeister Punsch. Wobei heuer hat es natürlich ein Upgrading erfahren, jetzt haben wir den Bürgermeister Punsch. Ja, nach einer Rezeptur, wo man auch frische Orangen presst, wo man hier Tee und Rotwein, aber natürlich auch der alkoholfreie Punsch, der auch dementsprechend mit Zimtstangen und auch frisch gepressten Orangensaft gemacht wird, ist ausgezeichnet. Gibt es ein Geheimrezept von Ihnen, vom Punsch? Ja, das kann ich jetzt nicht verraten, aber wie gesagt, wie vorhin erwähnt, es ist das so ein Rezept, das ich von meiner Uroma erfahren durfte und das produzieren wir heute noch. Einen hervorragenden Punsch, einen selbstgemachten Punsch, selbst erzeugt, nicht eine Essenz, wie man es meistens bekommt, sondern wirklich einen selbstgemachten Punsch und da schmeckt man natürlich raus. Einer der wenigen Punsche, die ich zu mir nehme. Haben Sie den Punsch schon gekostet? Selbstverständlich, wie jedes Jahr, weil hier ist eigentlich meine Heimatsiedlung, wenn ich so sagen darf, ich wohne ich. Das bedeutet eigentlich, seitdem ich 15 Jahre hier schon in Spechert wohne, jedes Jahr bin ich schon dabei. Ja? Das heißt, es ist ja direkt ein Pflichtbesuch hier. Das ist korrekt. Man kommt gerne her. Definitiv, ja.